Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier mit mir. Ihr habt euch Food Hauls gewünscht und heute konnte ich es tatsächlich mal einrichten, dass ich euch so einen kleinen Wocheneinkauf zeigen kann. Und zwar war ich jetzt heute bei Lidl. Es gab nämlich in der Lidl Plus App einige Coupons, die ich ganz gut für mich nutzen konnte. Und es war auch einiges Interessantes für mich im Angebot, deswegen bin ich heute mal bei Lidl vorbeigefahren. Es ist, ja, ich sag mal so ein kleiner Grundeinkauf mit den meisten Sachen, was ich so regelmäßig kaufe. Ja, wenn es euch gefällt, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, da würde ich mich total drüber freuen. Und genau, wir packen jetzt einmal zusammen meine Einkäufe aus. Ich habe mir zweimal Spaghetti mitgenommen, die hatten sie im Angebot als XXL-Paket, da sind jetzt 600 Gramm statt den übrigen 500 Gramm drin und ich glaube, die haben, ich muss mal gucken, ich habe meinen Kassenbon hier. Ich habe übrigens insgesamt nach Abzug der ganzen Rabatte, und da ist ziemlich viel Lidl Plus Rabatt drauf, ich hatte glaube ich auch einen 3-Euro-Gutschein auch noch, habe ich 52 Euro bezahlt und die Spaghettis haben 75 Cent gekostet. Das ist in Ordnung. Ist natürlich alles hardcore teuer geworden, ne? Aber naja, die haben glaube ich irgendwann mal, glaube ich, nur 39 Cent gekostet, diese Spaghetti, aber das ist schon lange her, ne? So, jetzt schaue ich mal, genau, dann war hier so ein Doppelpack Sahne im Angebot für, lasst mich mal eben nochmal schauen, 1,69 Euro. Also 1,60 Euro habe ich gezahlt, noch nach Abzug. Insgesamt, das ist überall ist hier irgendwie ein Rabatt. Habe ich einfach so mal auf Vorrat. Das ist jetzt haltbare Sahne mit 200 Gramm. So zum, ja, mal zum Kochen brauchen, kann man auch mal für Kuchen nehmen oder so. Ja, dann brauchte ich neue Einweghandschuhe. Halt so zum, wenn ich Fleisch verarbeite oder wenn ich putze, benutze ich die und ich, ja, mich hat das jetzt natürlich gekriegt, dass die hier in Türkis, ich weiß nicht, ob es blau oder lila ist, und pink, 60 Stück, 3,99 fand ich für 60 Stück vom Preis her auch in Ordnung. Dann war mit der Lidl Plus App Thunfisch auch im Angebot, das isst mein Mann sehr gerne, immer, ich auch ab und zu mal, aber nicht so häufig. Ich gucke gerade, ob ich ihn finde. Genau, der war für 99 Cent oder 89 Cent im Angebot. Dann wollte ich mir eine Tomatensoße machen, weil ich noch frische Tortellini habe, die ich gerne verarbeiten möchte. Und dann habe ich mir für meine Tomatensoße die mal mitgenommen. Und zwar ist da direkt schon einmal Basilikum und einmal Oregano mit drin. Da habe ich gedacht, kann ja nicht schaden, ne? Wenn da schon so ein bisschen Kräuterchen mit drin sind. So, dann einmal, ich möchte gerne Waffeln machen und ich weiß nicht genau, wie viel Zucker ich noch im Haus habe, deswegen habe ich einmal stinknormalen Zucker mitgenommen und Bananen durften auch einmal mit. Die habe ich ja eigentlich immer im Haus. So, das war die Tasche für den Vorrat. Direkt mal machen wir mal weiter mit den Kühlprodukten. Ich habe auch noch einmal Eier mitgenommen. Ich nehme sehr, sehr gerne Bio-Eier und also entweder Bio oder Freiland. Ja, kommt immer tatsächlich so ein bisschen darauf an, wie hoch der Preisunterschied ist. Aber hier war jetzt der Preisunterschied, glaube ich, auch so 80 Cent waren die Bio-Eier jetzt teurer, aber die Freilandhaltungseier waren alle Größe S und die Bio waren jetzt Größe L. Deswegen habe ich mich dann für die Bio-Eier entschieden. So, dann habe ich für meinen Sohn, der mag das zwischendurch ganz gerne, der steht da total auf Blaubeeren. Und da habe ich ihm hier zweimal von der Eigenmarke dieser nachgemachte Joghurt mit der Ecke, hier geblieben, mitgenommen. Ja, für uns Erwachsene zweimal Skier. Den mischen wir uns auch, entweder manchmal mit Eiweißpulver, manchmal mit Früchten. Dann habe ich einmal Blätterteig mitgenommen. Da wollte ich auch irgendwas, wollte ich mal schauen, für meinen Sohn ganz gerne machen, für seine Brotdose. Vielleicht mache ich ihm so kleine Schnecken, habe ich gedacht, mit irgendwas drin. Ja, einmal Fleischwurst habe ich gekauft. Also ich muss sagen, ich
mag nicht so gerne viel abgepackte Fleischwurst, aber die aus dem Lidl mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Und wenn ich dann mal da bin, dann nehme ich die mit. Dann wollen wir jetzt demnächst wieder Pizza selber machen. Und für den Fall habe ich schon mal, alles andere habe ich immer da für Soße und Teig. Und jetzt habe ich einmal Emmentaler und Gouda, den mische ich dann nämlich für die Pizza. Einmal für mich Bio-Gouda fürs Brot. Dann war Butter im Angebot, brauche ich jetzt auch einmal für die Waffeln und halt auch einmal so, ich die für 1,49 im Angebot von Frau Antje. Butter ist ja jetzt mittlerweile wieder bezahlbar, aber ich glaube auch, dass Butter einfach auch so krass vom Preis her eskaliert ist, weil die Nachfrage halt auch so extremst hoch war, ne? Ja, so, das ist meine kleine Kühltasche. So, und jetzt kommen wir hier zum größten. Oh, das ist die Obstgemüseabteilung, die ist bei mir immer am allergrößten. Da hatten sie kleine Cherry-Tomaten im Angebot. 500 Gramm sind da drin, ich glaube für 1,99. Im Moment sind Tomaten wieder ein bisschen teurer geworden. Dann Knoblauch. Ich kaufe wirklich am allerliebsten diesen. Das ist, sind, wie heißt denn genau dieser? Ich weiß nicht, wie der genau heißt. Auf jeden Fall sind das, der besteht quasi aus einer ganzen Knolle, nicht aus einzelnen Zehen, sondern wenn man die Schale abmacht, hat man ein Stück. Und ich finde den einfach aromatischer. Dann habe ich einmal helle Weintrauben mitgenommen. Chinakohl, der war auch im Angebot. Ich wollte mir jetzt die Tage gerne nochmal wieder eine Asiapfanne machen und da mag ich sehr, sehr gerne Chinakohl drin. Paprika war auch im Angebot. Ich glaube, dass mit der App sonst 99 Cent, mit der App glaube ich sogar nur 88 Cent, diese 500 Gramm. Schalotten waren auch im Angebot. Die kaufe ich auch sehr gerne. Mal wieder, wenn sie denn im Angebot sind. Ja, dann essen wir immer Pink Lady Äpfel. Die habe ich auch, habe ich vier Stück mitgenommen. Da war leider das, ja, die waren ziemlich abgegrast. Da waren nicht mehr viele von da, sonst hätte ich noch mehr mitgenommen. Die anderen hatten alle so krasse Druckstellen. Dann hatten sie Kiwi im Angebot für 50 Cent, die grünen. Mein Sohn liebt eigentlich die goldenen total. Aber die hatten sie, vorletzte Woche hatten sie die im Aldi einmal im Angebot, aber diese Woche nicht mehr. Und ehrlich gesagt, ich kaufe, die kosten einen Euro und für eine Kiwi ist das schon viel. Ich kaufe es immer mal wieder, also an Essen spare ich eigentlich nicht. Gerade wenn es so um Obst und Gemüse geht, da mache ich das schon. Aber ich dachte, ich lasse ihn jetzt einfach die auch mal probieren, ob die diesmal, vielleicht sind sie ja ein bisschen süßer, dass er die essen kann. Achso, für mein Frühstück habe ich mir einmal Kokosraspeln mitgenommen. Das mache ich mir ganz gerne ins Porridge rein. Ja, dann auch hauptsächlich für meinen Sohn zum Rohverzehr Möhrchen. Mag er total gerne. Ja, und wie jedes Kind wahrscheinlich, oder ich weiß noch nicht, ob ich einen Gurkensalat mache oder ansonsten landen die auch wieder ja, auf dem Brot und wie gesagt in der Brotdose von meinem Sohn, der liebt Gurke. Wenn ich dem Gurkensalat mache, der liebt Gurkensalat und wenn der kann ich aus einer ganzen Gurke, der isst das komplett alleine. Deswegen, genau. Ja, das war schon mein Einkauf. Ging jetzt schnell. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Also das ist das, was ich so für uns als dreiköpfige Familie so ungefähr auf jeden Fall einmal die Woche hole. Und dann hole ich dann so zwischendurch, wenn was leer ist oder wenn irgendwo, keine Ahnung, was im Angebot ist, was ich brauche. Aber ansonsten kommen wir da eigentlich so immer ganz gut mit aus. Und ja, wie gesagt, ich habe 52 Euro bezahlt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr drüber freuen. Abonniert meinen Kanal und ich wünsche euch jetzt wie immer alles Gute. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss!